Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von mir, dem Simvogel und Café Ona Simulator. Ich bin da gerade dabei, den Boden zu machen. Boden. Finde ich ganz toll, den Boden. Aber ich muss einmal schauen, ein bisschen beim Boden auch machen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist ja doch. Der da ist sicher cool, Leute. Schaut da mal. Ja, genau, Leute. So soll es sein. Den habe ich gesucht, Leute. Jawohl. Der Boden, der ist nämlich. Der schaut so schmutzig aus, der jetzt drin ist. Ich will auf jeden Fall den Boden da und das passt ja vollkommen. Super! Passt! Ihr Lieben, na schaut einmal! Schauen wir mal, ob da irgendein Sandler draußen ist. Oh Leute! Wir haben da irgendwo Müll liegen, hier zum Beispiel. Und den werde ich jetzt mal aufräumen, Leute. Es regnet schon wieder. So, sonst haben wir eh nichts. Passt. So, Level 5 brauche ich momentan. Gut, ihr Lieben. Dann werden wir das ganze Zeugs wieder eröffnen. Super. Der Ort ist geöffnet. Kommt rein. Jetzt haben nämlich 4 Leute Platz. Ja, Zutaten dürfte noch einiges haben. 4 Leute haben jetzt Platz. Wir haben wieder 2 Tische zugekauft. Ich bin gespannt. Ja, das ist ein Bug. Keine Ahnung, warum da noch immer das Ding ist. Die Markierung. Ich weiß es nicht. Bug. Servus, mein erster Kunde heute. Na, grüße. Das ist Nacht, Leute. So, was haben Sie? Eine Lasagne. Bitteschön. Eine Lasagne. Setzen Sie sich hin, Maestro. Maestro. Ah, Leute. Sie macht jetzt. Also ich brauche Level 5 für den nächsten Mitarbeiter. Das ist fix, ich bin Level 4, Leute. Das ist cool. Ich weiß nicht, welche Folge das jetzt gerade ist. Ich habe aufgehört zum 10. Wirklich. Kann ich wirklich nicht sagen. So, da. Sie sollte auf jeden Fall dann bald einmal schneller arbeiten. Eine Pizza mit 4 Käse, Leute. So, bitte. Die Lasagne ist fertig. So, bitteschön daher, die Lasagne. So, und können wir gleich den nächsten bedienen. Der will Pizza mit 4 Käse. Oh, da ist schon wieder der Ronaldo. Der Ronaldo besucht mich wieder. Servus. Nummer 7, Cristiano Ronaldo, der jetzt zu Al-Nassr wechselt. Leute, also da sieht man, dass diesen Fußballer Cristiano Ronaldo nur ums Geld geht. Wirklich, diesem Cristiano Ronaldo geht es nur um Kohle. Weil ich glaube nicht, dass er ein wirklicher Weltklasse-Fußballer, Weltstar und so und zu Al-Nassr geht. Das ist ein arabischer ein albanischer Fußballverein, keine Ahnung. Leute, 200 Millionen Euro im Jahr verdient er. Und sonst nirgends. Und da geht es ihm nur ums Geld, Leute. Das ist einfach so. Also mal mein Thema zum Cristiano Ronaldo, was ich nicht toll finde. So, wir haben da nämlich einen kaputten Rauchmelder. Den werde ich jetzt einmal ersetzen, Leute. Ich kann nichts einkaufen, Leute. So, genau. Ist das schon fertig? Nö, Bestellung noch. Achso, ich muss ja bestellen auch. Pizza Pepperoni. Dann setzen Sie sich mal hin. Oh mein Gott, der ist sauer. Oh mein Gott. Der ist sauer, weil er so lange gewartet hat, oder was? Hä? Ich nehme trotzdem mein Geld entgegen. Ich verstehe es nicht. Der telefoniert da und zeigt die Zeit noch grün an. Ich verstehe es einfach nicht. Servus. Ja, jetzt können wir endlich einmal mehr aufnehmen hier. Pizza Pepperoni, wann ist die fertig?
Schneller, Küchenfrau. Ja, ja. So, du bekommst eine Pizza, du Ungustel. Jetzt ist schon so ein Ungustel, Leute. So, eine Pilzsuppe. Bitteschön, eine Pilzsuppe, setzen Sie sich hin. Warum sind die alle so sauer? Entschuldigung, dass die so lange braucht in der Küche. Oh mein Gott, Leute. Cristiano Ronaldo, Sie warten. Ich verstehe es einfach nicht, warum die sauer sind, nur weil sie eine Minute länger warten müssen. Kann ich dafür, dass sie so langsam ist? Zahn ein bisschen. Stressig ist aber schon, Leute. Stressig ist es schon. Muss ich ehrlich gestehen. So, sie bekommt. Der komische bekommt seine Pilzsuppe oder sie. So, da haben wir Mist und Geld. Eher unzufrieden gewesen gerade. So, der bekommt eine Lasagne. Schau, die sind alle sauer, weil sie länger warten. Was soll denn das? Ich kann nichts dafür. Ich muss noch mehr Aufträge annehmen und Küchentische kaufen. Mehr Küchentische kaufen und Mitarbeiter einstellen, um mehr Aufträge auf einmal zu nehmen. Ja, komm, komm jetzt endlich. Die warten nicht so lange. Ich kann nichts dafür, dass die so lange warten müssen, weil die Dings so langsam ist, die Köchin. Wahnsinn! Eine Lasagne, Leute. So, endlich. Nächster bitte. So. Du bekommst deine Lasagne, Cristiano Ronaldo. So, Pizza Pepperoni. Ah, die ist schon ein bisschen zufriedener. Komm doch. Ich muss das einmal wegschmeißen. Was ist mit dir? Ist da irgendwo ein Penner draußen? Nö. So. Ah, komm doch schneller hier. Ja, super. Dann nehmen Pizza Pepperoni. Für Sie, die Dame. Und die nächste ist dran. Pasta Carbonara. Ah, geht auch eigentlich ganz gut. So möchte ich es haben, Leute. So will ich es haben, ihr Lieben. Ja, das ist jetzt die vorletzte Folge in dieser Session. Ja, tut mir leid, dass ich da wischen muss, aber es schaut aus. Eine Ratte, Leute. So, die ist weg. Müll ausleeren. So, das Essen ist fertig. Ich kann jetzt alles auf einmal machen, Leute. So, du willst Pasta Carbonara haben? Ja, die ist sauer, weil sie so lange gewartet hat, Leute. Kann ich hier nichts dafür? Da ist da alles sauber? Ja, passt. Leute! Wenn die so lange braucht zum Kochen, na gut, ich habe auch die Maus erledigen müssen da drin. Ja, wieder über 4000. Pasta Asciutta mit Butter. So, da mal abräumen. Geld, Dankeschön. So, na bitte, komm her da. Ja, ich bring's ihm schon, also der Dame da.
So, Sie wollen Pizza mit 4x Käse? Ah, die warten, weil sie so lange warten, Leute, deshalb. Ach du Kacke. Sekunden. So, haben wir auch gleich geschafft, Leute. 20 Kunden bedient. Ja, die braucht noch ein bisschen für die nächste Bestellung. Pizza mit 4 Käse. Ja, das verstehe ich nicht. Jetzt ist es tatsächlich Pizza mit 4 Käse und sie kocht das. Ha, Leute. So, Bestellung. Pizza mit 4 Käse, bitteschön. Zusätzliche Arbeit, rüsten Sie Ihr Restaurant auf und zusätzliche Aufträge für die Renovierung eines Cafés und Restaurants zu erhalten. Blablabla. Ich muss jetzt da weiterarbeiten, keine Zeit für irgendwelche Scherze. Pizza mit 4 Käse. Da oben ist derjenige gegangen. So, schauen wir mal. Ja, ich bin demnächst eh Level 5. Das ist cool, Leute. Servus, hat's gemundet, die Dame? Na bitte, ich hoffe doch. Oh, Leute. Was soll das? Warum nur ein Dollar Trinkgeld? Ein Dollar. Was? Fertigkeiten sind sehr wichtig. Erreiche Level 5 deines Restaurants. Schalte den Skillbereich auf deinem Tablett frei und probiere es aus. Okay, ich habe 3 dabei, ne? So, eine Bestellung. Einmal Pizza mit 4 Käsesorten. Bitteschön, lassen Sie sich schmecken. So, Pasta Carbonara. Da ist schon wieder was kaputt, Leute. Ach, Leute, verkaufen. Tut mir leid, Leute, ich muss zusperren. Am oberen Rand der E-Mail-App auf Ihrem Tablet sehen Sie einen Fortschrittsbalken. Was? Am oberen Rand der E-Mail-App sehen Sie einen Fortschrittsbalken. Er zeigt dir deinen Fortschritt beim Erreichen einer neuen Mission an. Durch die Erfüllung von Aufgaben kommen Sie neuen und aufregenden Möglichkeiten, näher Menschen bei der Renovierung Ihres Cafés zu helfen. Okay. So, das ist einmal fertig. Sie dürfen noch zusammen essen. Das finde ich aber cool gemacht. Weil, das finde ich sehr cool gemacht, nämlich, dass die noch drin sind, bleiben dürfen, Leute. Ja, genau. Ja, schließen. Ja, jetzt kommt der und ich kriege eine Strafe. Weil diese blöden Feuermelder so schnell kaputt gehen. Ich habe nur 1-2 Feuermelder. Der wird mich jetzt drüben, der Feuerwehrmann. Leute. Ja, Entschuldigung, wenn die so schnell kaputt gehen, diese blöden, dreckigen. Ja, und jetzt 3 von 5. 200. Bezahlen. Ja, Leute, 200 Strafe. Boah, das ist teuer. Ja, klar, weil die immer so schnell kaputt werden. Ich kann nichts kaufen. Ich verstehe nicht, ich kann nichts einkaufen, während das offen ist. Das verstehe ich nicht. Schau doch mal, jetzt ist das Restaurant zu. Und jetzt kann ich einkaufen. Ich verstehe es nicht. Brandmelder. Und zwar hier. Hier. Das war's eigentlich. Dann mal aufwischen hier. Wie schaut's ja nicht aus? Ja, Viertelstunde fast. Okay. Oh, irgendwo ist da noch Müll, Leute. Weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Da draußen. Schon wieder irgendwo ein Penner da, der mein Restaurant kaputt gemacht hat. Mein Café. Willst du wieder gestreichelt werden? Ja. Ganz ein Feiner bist du.
Leute, ich habe nicht mehr viel Geld, aber es geht sich eigentlich alles dabei noch aus. Fertig ist, erreiche Level 5 deines Restaurants, schalte den Skillbereich auf deinem Tablett frei und probiere es aus. Sie haben eine E-Mail erhalten, in der Sie die Möglichkeit haben, zusätzliches Geld und Erfahrungspunkte zu verdienen und neue Funktionen freizuschalten. Prüfen Sie die E-Mails. Gut. So. Ich muss wieder Rechnung zahlen. Ich kann den Strom momentan abdrehen. Licht aus. Ich habe die ganze Zeit das Licht nicht angehabt. Leute, ich habe die ganze Zeit das Licht nicht angehabt, Leute. So, da ist eh nichts, da ist alles sauber. Wir haben eigentlich ganz sauber da herin, das finde ich toll. Ich will jetzt nicht mehr groß renovieren, ich will jetzt demnächst Level 5 erreichen. Muss meine E-Mails anschauen. E-Mail. From Builder Pro. Hallo, ich habe Ihre Anzeige in der Cast. Cast. Kastenagentur. So, servus. Familiencafé. Hallo, ich habe Ihre Anzeige in der Castle Lake Post gesehen. Meine Frau und ich planen die Eröffnung eines gemütlichen Cafés am Stadtrand, wissen aber nicht, wo wir anfangen sollen. Wir brauchen Ihre Hilfe, um den ganzen Müll zu entsorgen, zu renovieren und die Innenräume einzurichten. Können Sie uns dabei helfen? Wir werden Sie gut bezahlen. Neues Logo, Belohnung für die Vollendung. Neue Möbel, die für das Café oder Restaurant geeignet sind. 4000. Okay, Leute. Machen wir auf jeden Fall eine Aufgabe, Leute. Ah, okay. Das ist sehr cool. Also wir haben eine Aufgabe reinbekommen. Die müssen wir ja nicht sofort annehmen, schätze ich mal. Aber das machen wir jetzt. Mein Restaurant hat eh zu. Ich nehme auf jeden Fall die 4000 Dollar. Montag. Ein neuer Tag. Okay, was getan werden muss. Entfernen Sie alle Trümmer. Alles, was kaputt ist, wiederherstellen. Erstellen Sie ein Interieur und Dekor, das zum Café passt. Viel Glück. Oh mein Gott. Leute. So, ich speichere mal ein, Leute. Gut, dann entferne ich einmal den Müll, Leute. Also, ich helfe gerade... Finde ich hier richtig cool. Die haben da ein ganz tolles Etablissement, oder wie sagt man? Ja, die Folge und die nächste, dann ist die Session vorbei, die erste Session. Weil ich möchte jetzt noch heute noch andere Sachen, jetzt nicht Let's Playen, aber noch Videos schneiden für den nächsten Tag. Dass ich mal ein bisschen vormache, vorarbeite. Damit ich dann am nächsten Tag nicht so viel Stress habe. So, alles einmal weg, was weggehört, Leute. So muss es sein, so soll es geschehen. So, wow. Ich finde das richtig cool, Leute. So. Reparieren, was repariert werden muss. Wo ist da der Fortschritt, Leute? Erfüll die Aufgabe. Aufgabenbrett, Inventar. Erfüll die Aufgabe. Ah, so, okay. Da muss ich da noch wegräumen, Leute. Ja, ja, es ist eh gleich aus, die Folge. Ihr Lieben, die Folge ist gleich wieder vorbei. Somit muss ich auf jeden Fall da mal alles zusammenräumen und beende gleich die Folge. Und in diesem Bereich machen wir dann in der nächsten Folge weiter, ihr Lieben. Das ist denn nämlich der erste Auftrag hier in dieser Gegend. Wir sollen jemandem helfen, auf jeden Fall, ein Café zu eröffnen, Leute, oder ein Restaurant. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil das ist so ein Landhaus und daneben ein Campingplatz. Hey, cool. Ich finde es richtig genial, Leute. Da ist eine Leiter, da kann ich nach oben. Aber ihr Lieben, in der nächsten Folge
wird es da auf jeden Fall weitergehen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in einigen Tagen, nachdem die anderen Projekte wieder raufgekommen sind. Danke und Game Over. Und ciao.